Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar zu SAFE-SC oder auch unserem Safety Screening im Wiener Testsystem. Mein Name ist Christian Pieksen und ich bin Test and Training Consulting bei der Firma Schuhfried. Wer unsere Webinare bereits besucht hat, weiß, unsere Webinare sind in zwei Parts geteilt. Und zwar werden wir anfangen mit einer Präsentation zu Safety Screenings im Allgemeinen und natürlich insbesondere zu unserem Safety Screening im Wiener Testsystem. Und werden dann in einen interaktiven Block überwechseln, in dem Sie die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen, die wir natürlich versuchen werden zu beantworten. Sie können die Fragen entweder über das Handzeichen stellen, das Sie in Ihrer GoToWebinar-Oberfläche finden. Dann kann ich Ihr Mikrofon aktivieren und Sie können die Frage per Mikrofon stellen oder Sie schreiben die Frage in das Fragentool. Auch diese Funktion finden Sie in der GoToWebinar-Oberfläche. Gut, dann starten wir und schauen uns zunächst mal an, warum wir bei der Personalauswahl im Safety-Bereich vor einer besonderen Herausforderung stehen. Und zwar haben wir im Safety-Bereich, wie der Name schon sagt, sicherheitsrelevante Tätigkeiten. Das heißt, zum einen haben wir eine besondere Verantwortung bei den ausführenden Personen und wollen deshalb sicherstellen, dass diese die notwendigen Voraussetzungen erfüllen, um diese Tätigkeiten auch sicher auszuführen. Und zum anderen haben wir Auflagen, Direktiven und Leitlinien, die es erfordern, dass relevante Fähigkeiten umfassend getestet werden, bevor eine Person im Safety-Bereich arbeiten darf. Gleichzeitig haben wir aber das Problem, dass Testungen in dem Bereich unter Umständen zeitaufwendig und teuer sein können, ja, weil wir hier einfach sehr viele Fähigkeiten abtesten müssen, um sicherzugehen, dass die Personen geeignet sind. Besonders wenn wir zu viele, bei einer hohen Anzahl an Bewerbern, kann es vorkommen, dass wir viele unpassende Bewerber testen und dadurch eben noch höhere Kosten verursachen, als wir ohnehin schon hätten. Zum Beispiel für zusätzliches administratives Personal, für die Infrastruktur. Man braucht also zusätzliche Testplätze, aber auch für etwaige Räume, die vielleicht extra für die Testung angemietet werden müssen. Zusätzlich kann es aber, oder auf der anderen Seite kann es vorkommen, dass wir zu wenig Personen testen, ja, weil wir eben versuchen, diese Kosten zu reduzieren. Wenn wir aber zu wenig Personen testen, dann kann es natürlich zu personalen Kapazitätsengpässen kommen, weil wir eben nicht genügend Personen rekrutieren, wenn wir nicht genügend Personen testen. Und genau hier setzen Screening-Verfahren an und helfen, den Prozess bei der Personalauswahl zu optimieren. Schauen wir uns mal an, wie das in der Regel funktioniert. Ihrer naturgemäß werden Screening-Verfahren nämlich recht früh im Auswahlprozess eingesetzt. Häufig erfolgt davor aber noch eine Vorauswahl der Bewerber anhand bestimmter Must-Have-Kriterien, die zum Beispiel aus dem Lebenslauf hervorgehen, also ein bestimmter Schulabschluss, Zertifikate oder auch eine bestimmte Anzahl an Jahren Arbeitserfahrung. Und allen Bewerbern, die diese Kriterien erfüllen, werden dann Einladungen zum Screening zugesandt und die Screening-Tests können dann eben online und ortsunabhängig von den Bewerbern durchgeführt werden. Das Screening ermöglicht es dann, die Bewerber zu identifizieren, die auf alle Fälle ungeeignet sind. Sprich, die Bewerber, die wichtige kognitive Voraussetzungen, wie zum Beispiel eine hohe Konzentrationsfähigkeit, nicht erfüllen, werden auch nicht zum Auswahlverfahren vor Ort eingeladen. Wir haben also eine kleinere Anzahl an Bewerbern, die wir tatsächlich zu umfassenderen und auch zeit- und kostenaufwendigen Vor-Ort-Testungen einladen, um dann letztendlich die geeignetsten Bewerber auszuwählen, die wir auch tatsächlich einstellen wollen oder ausbilden wollen. Der Bewerberpool, der jetzt zu einer umfassenderen Testung eingeladen wird, ist dadurch nicht nur kleiner und dadurch mit weniger Zeit- und Kostenaufwand zu testen, sondern die Kandidaten im Pool sind auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit tatsächlich erfolgreich in der Vor-Ort-Testung, weil eben bestimmte Basisfähigkeiten bereits im Vorhinein als gegeben identifiziert wurden. Darüber hinaus gibt uns dann die wiederholte Testung vor Ort auch die Möglichkeit, die Ergebnisse aus dem Screening nochmals zu verifizieren. Und dass die Wahrscheinlichkeit, dass die im Screening ausgewählten Personen auch tatsächlich geeignet sind, um relevante Berufe im Safety-Bereich auszuüben, steigt, ist natürlich kein Zufall, sondern beruht auf der Tatsache, dass die Fähigkeiten, die wir in unserem Safety-Screening testen, nicht willkürlich ausgewählt wurden, sondern auf der Basis internationaler Leitlinien, bereits etablierter Auswahlverfahren, aber auch empirischer Datenanalysen. Schauen wir uns, bevor wir da mehr ins Detail gehen, aber zunächst mal an, wer solche Screenings überhaupt einsetzt. Und eine dieser Personen ist Anna, denn sie rekrutiert aktuell über den ganzen deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich und Schweiz. Und ihr Ziel ist es, Bewerberinnen auszuwählen oder Bewerber auszuwählen, die passend sind für die Ausbildung zur Pilotin oder zum Piloten.
Der Prozess sieht dabei so aus, dass Anna zunächst mal alle Bewerbungsunterlagen sichtet. Jetzt sehen wir haben hier 300 Bewerber. Das wäre relativ viel zu tun für eine Person. Deshalb verwendet Annas Unternehmen einen standardisierten Bewerbungsbogen, der online auf der Website verfügbar ist. Dort geben alle Bewerber ihre persönlichen Daten ein, ihre Arbeitserfahrung und ihre Ausbildungsdaten ein. Dann werden die Must-Have-Kriterien gecheckt. In dem Fall wäre das zum Beispiel, dass zumindest die Matura abgelegt wurde oder das Abitur erreicht wird. Wir sehen, wir haben dann immer noch 270 Kandidaten, die tatsächlich geeignet wären, wenn wir nur danach entscheiden würden. Und deshalb sendet Anna die Einladung zum Safety-Screening aus. Im Safety Screening werden dann die 60 Bewerber erfasst, die potenziell am besten geeignet sind auf Basis der Fähigkeiten, die wir im Safety Screening testen. Und die werden eben dann zu einer umfassenderen Vor-Ort-Testung eingeladen, ja, in der wir über diese Fähigkeiten, die wir im Screening haben, hinaus noch zusätzliche Fähigkeiten erfasst werden, die einfach wirklich zeitaufwendig sind und mehrere Stunden in Anspruch nehmen, um die Testung durchzuführen. Von diesen 60 ist dann guten Drittel erfolgreich und erfüllt über alle Fähigkeiten hinweg die notwendigen Anforderungen. Die werden dann zu einem weiteren Vor-Ort-Interview eingeladen, wo auch nochmal geprüft wird, ob die wirklich zum Unternehmen passen. Und von diesen 20 bekommen dann 8 eine tatsächliche Anstellung beziehungsweise ein Angebot zur Anstellung. Und wir sehen, dass wir durch das Safety Screening im zweiten Schritt die Bewerberzahl einfach schon drastisch reduzieren und gleichzeitig die Anzahl der geeigneten Personen, die dann zum Vor-Ort-Interview eingeladen wird, in der Relation relativ hoch ist. Und jetzt geht es aus dem Beispiel schon hervor, dass das Safety Screening natürlich für den Bereich Air oder den Aviation Sektor entwickelt wurde. Wir haben zusätzlich aber noch 2 weitere Bereiche, in denen Safety Screening anwendbar ist, und zwar im Bereich Road und im Bereich Rail. Und genau deshalb haben wir in dem Testset Safety Screening auch 3 verschiedene Testset-Konfigurationen. Schauen wir uns zunächst mal an, wie die Dimensionen in den einzelnen Bereichen ausgewählt wurden. Im Bereich Flug haben wir das logisch schlussfolgernde Denken, die numerische Fähigkeit, die Konzentrationsfähigkeit bzw. die Aufmerksamkeit, die emotionale Stabilität und die Gewissenhaftigkeit. Und all diese Dimensionen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, finden sich auch wieder in den Leitlinien der International Air and Transport Association. Und zusätzlich kommen diese Dimensionen auch schon in den Auswahlverfahren verschiedenster militärischer und ziviler Organisationen zum Einsatz, also haben sich dort schon bewährt und konnten in empirischen Studien als relevante Prädiktoren für die Flugleistung einer Person identifiziert werden. Sie sind also in einem hohen Maße dafür geeignet, obwohl wir nicht alle Fähigkeiten abtesten, die relevant sind, in diesem Bereich schon mal die wichtigsten Fähigkeiten abzutesten. Wenn wir auf den Bereich Rail schauen, dann sehen wir hier, dass die EU-Direktive für Lokführer vorsieht, dass angehende, also sowohl angehende als auch bestehende Lokführer mit psychologischen Verfahren getestet werden sollen. Und auch hier sind natürlich alle Dimensionen, in denen sie getestet werden sollen, in der Direktive definiert. Wir haben hier zum Beispiel das logisch schlussfolgende Denken, die verbale Fähigkeit, die Konzentrationsfähigkeit und die Aufmerksamkeit, aber auch wieder Persönlichkeitsfaktoren, wie emotionale Stabilität und Gewissenhaftigkeit, die sich besonders in empirischen Studien, in unterschiedlichen empirischen Studien, als relevante Faktoren in diesem Bereich erwiesen haben. Im Bereich Road definieren die Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung von der BAST oder auch Bundesamt für Straßenwesen explizit unterschiedliche Anforderungen an die psychische Leistungsfähigkeit, wenn es um das Fahren eines Kraftfahrzeugs geht. Zusätzlich haben wir zur Dimensionsauswahl noch theoretische Modelle zum Fahrverhalten herangezogen. Und wer sich bereits mit theoretischen Modellen zum Fahrverhalten auseinandergesetzt hat, wird Gröger und Hataka bereits kennen, denn an diesen führt in dem Bereich kein Weg vorbei. Unter anderem haben wir hier mit der GDE-Matrix, die von Hataka und Kollegen entwickelt wurde, ein sehr anerkanntes Modell, das eben veranschaulicht, dass neben den grundlegenden kognitiven Fähigkeiten, wie sie in den Begutachtungsleitlinien definiert sind, auch andere mentale Prozesse eine wichtige Rolle beim Führen von einem Kraftfahrzeug spielen. Zum Beispiel haben wir das logisch schlussfolgende Denken oder aber eben auch Persönlichkeitseigenschaften wie die emotionale Stabilität, die Gewissenhaftigkeit oder die Verträglichkeit, die sich sehr gut aus diesem Modell ableiten lassen. Und die Wichtigkeit dieser Fähigkeiten, aber auch Persönlichkeitsfaktoren, konnte auch in empirischen Befunden
konnte auch in empirischen Befunden bestätigt werden. Ja, zum Beispiel haben wir gesehen, dass die in einem sehr guten Maße dazu geeignet sind, die Fahrleistung von professionellen und nicht professionellen Kraftfahrern auf der Basis von diesen Tests vorherzusagen. Für alle drei Bereiche, die wir jetzt gerade gesehen haben, gilt aber, dass in empirischen Studien auch festgestellt wurde, dass die Fähigkeiten, die wir jetzt hier aufgelistet haben, nicht in allen Bereichen gleich wichtig sind, ja, sondern sie je nach Bereich eine unterschiedliche Relevanz haben. Also die Wichtigkeit einfach variiert. Merken Sie sich das, das wird in wenigen Augenblicken nochmal wichtig. Schauen wir uns an, mit welchen Tests diese Dimensionen erfasst werden. Wir haben hier zum einen unser Inventar zur Testung kognitiver Fähigkeiten oder kurz INT. Wir haben unseren Aufmerksamkeits- und Konzentrationstest, TACO, und optional eben unseren Persönlichkeitsfragebogen, das Big Five Strukturinventar oder kurz BFSI. Und wie Sie an den Screenshots hier schon sehen, sind natürlich alle Tests auch mobilfähig. Das heißt, sie sind optimal geeignet, um sie auch online vorzugeben. Wir gehen jetzt an dieser Stelle aber nicht weiter ins Detail bei diesen Tests. Wenn Sie mehr Informationen darüber möchten, dann finden Sie diese in einem anderen Webinar beziehungsweise in mehreren anderen Webinaren, die wir speziell zu diesen Tests gemacht haben. Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage oder direkt auf unserem YouTube-Kanal. Schauen wir uns den eigentlichen interessanten Teil so eines Screenings an, und zwar die Auswertung. Und die Auswertung gibt hier einen schnellen Überblick über alle Ergebnisse, denn wie wir hier sehen, dieser blaue Kreis, wir haben eine Gesamtbewertung mit eingebaut. Und die Gesamtbewertung oder der Gesamtwert hier fasst alle Ergebnisse in den einzelnen Fähigkeits- und Persönlichkeitsdimensionen zusammen und gibt uns dann die Eignung des Bewerbers als Prozentwert wieder. Die Sternebewertung, die wir rechts daneben sehen, setzt das Ganze nochmal in Relation und gibt uns in einem Drei-Stufen-System, zu dem wir uns natürlich auch inhaltliche Überlegungen gemacht haben, eine Interpretationshilfe, die es uns erleichtern soll, einzuschätzen, ob ein Ergebnis von x Prozent jetzt eher gut oder eher weniger gut ist. Ja, hier haben wir ein extrem hohes Ergebnis, fast der Maximalwert, da ist es natürlich relativ leicht einzuschätzen, aber umso weiter runter wir gehen, umso schwieriger wird es natürlich zu sagen, okay, sprechen wir jetzt hier von einer immer noch von einer Eignung oder sollte hier schon mit Einschränkungen gerechnet werden? Und wenn Sie gerade gut aufgepasst haben, dann wissen Sie, dass die unterschiedlichen Fähigkeiten nicht in jedem Bereich gleich wichtig sind. Und das wird auch bei der Berechnung des Gesamtwertes berücksichtigt. Das heißt, die Relevanzunterschiede, die wir da haben, werden in Form von der Gewichtung der Ergebnisse in den einzelnen Ergebnissen bei der Berechnung des Gesamtwerts wieder berücksichtigt. Und diese Gewichtungen basieren eben auch auf empirischen Erkenntnissen, die wir aus Studien in den jeweiligen Bereichen haben. Zusätzlich zum schnellen Überblick, den uns die Gesamtbewertung hier oben gibt, haben wir natürlich unten dann auch noch die detaillierten Ergebnisse in den einzelnen Dimensionen. Die geben uns per Ampelsystem auch einen schnellen Überblick darüber, ob alle Ergebnisse im grünen Bereich liegen oder ob wir vielleicht irgendwo auffällig niedrige Ergebnisse gemessen haben. Ja, dann würde die Ampel je nach Wert zu gelb oder rot wechseln. Jetzt haben wir hier aber natürlich nur eine kleine Auswahl der Fähigkeiten, also eine kleine, aber sehr wichtige, Fähigkeiten in diesen Bereichen. Das reicht uns natürlich aber nicht, um dann abschließend zu beurteilen, ob jemand geeignet ist, ein Flugzeug zu fliegen. Und genau deshalb haben wir für umfassendere Testungen auch noch unsere Safety-Testsets, die passend zum Safety-Screening sind. Schauen wir uns das hier mal im Beispiel, gerade wenn wir bei Flug sind, an. Wir haben also unser Safety-Screening R, das uns dabei hilft, das Bewerberaufkommen oder die Bewerber schon mal so grob einzuteilen, dass wir sagen können, okay, alle Bewerber, die nicht passen, werden schon mal aussortiert und nur die, die potenziell passen könnten, werden dann eingeladen, ja, um einfach den Aufwand und die Kosten zu reduzieren. Und dann haben wir für die finale Entscheidung unser SAR, also ein Safety-Testset, das speziell für den Bereich oder für den Beruf des Piloten entwickelt wurde, in dem wir alle Fähigkeiten, die wir hier erfüllen müssen, abdecken. Und die Safety-Testsets orientieren sich eben auch in allen drei Bereichen wieder an Leitlinien, Direktiven und gesetzlichen Vorgaben und erfüllen dadurch die hohen Anforderungen, die im Safety-Bereich an psychometrische Tests gestellt werden, zur Gänze. Wenn Sie hierzu mehr Informationen möchten, dann finden Sie die auf unserer Website im Bereich Human Resources oder aber Sie wenden sich direkt an mich. Meine Kontaktinformationen sehen Sie hier links oder bei Ihrem Kundenbetreuer beziehungsweise, wenn Sie noch kein Kunde bei Schufried sind, unter info@schufried.at.